meine Meinung. An diesem wunderbaren Tag bin ich froh, damit fortzufahren. Ich bin auch froh, dass ich hier dem amerikanischen Präsidenten in voller Fülle zustimmen kann. Die Annexion der Krim durch Putin wäre noch akzeptabel gewesen, aber um darauf zurückzukommen, die Annektierung der größten Geheimnisse der USA, was personifiziert ist in dem Staatsfeind Nummer 1, Edward Snowden, ist schlimmer als Krieg. Das ist auch meine Meinung. Und wer immer Snowden einlädt oder ihm Asyl gibt, macht sich schuldig der Strafvereitelung oder Anstiftung zu schweren Verbrechen. Nee, also, das machen wir ja gar nicht. Putin ist der Feind der amerikanischen Gesellschaft. Er beherbergt die, die Amerika zerstören wollen. Und wer immer Snowden Heimat gibt oder ihm zuhört, macht sich strafbar und gehört in amerikanische Gefängnisse. Selbstverständlich. Ich werde auch umgehend klar machen, dass nach dem Verbot der Vorratsdatenspeicherung durch den Europäischen Gerichtshof dieser Europäische Gerichtshof nach unserer, der US und meiner Auffassung, komplett in Amerika hinter Gittern gehört. Ist es recht so? Und wir erwarten auch. Ja, und selbstverständlich. Ich kann mich nur entschuldigen, dass wir in Deutschland im Grunde genommen mit fragwürdigen Grundgesetzartikeln die Würde der NSA besudelt haben und die Freiheit der Amerikaner. Wir sind aber erst am Anfang, das abzubauen, was wir in einer Affektreaktion nach dem Dritten Reich uns selber auferlegt haben. Wir haben zum Schutz vor der Plünderung unserer Ersparnisse durch die Nazis das Bankgeheimnis eingeführt. Wir haben zum Schutz vor persönlicher Verfolgung das Asylrecht anderen eingeräumt. Wir haben zum Schutz vor Denunziation und Gestapo und Durchleuchtung das Recht auf informationelle Selbstbestimmung notiert. Also völlig bescheuert. Aber Bankgeheimnis und Asylrecht haben wir auch schon wieder abgeschafft. Ne? Also. Good, brav, Angela. Ja, wir haben das eben alles in dem Hochgefühl der Freiheit angesehen als Menschenrecht. Also, bitte Entschuldigung, aber Menschenrechte in Deutschland und Europa verstoßen prinzipiell gegen die Verfassung der USA. Ich weiß. Und deswegen sind wir froh, dass wir heute stehen auf der Seite der Freiheit der Amerikaner und dass wir das Vertrauensverhältnis von Englands Tony Blair und David Cameron, die ja gerne mal diffamiert wurden als Pudel der amerikanischen Präsidenten, dass wir diese Stelle einnehmen konnten. Ne? Sitz, Platz. Was?